wir möchten Richtung Autobahn fahren. Das heißt, wir achten auf die Schilder, da wo das blaue Autobahnzeichen ist. Jetzt haben wir natürlich, jetzt ist natürlich toll, weil wir stehen jetzt an der Ampel. Aber kein Problem, kriegen wir hin und weiter geht's. Die Auffahrt hier in Siegen ist ein bisschen tricky. Ja. Die erste Abfahrt ging rüber, da geht es Richtung Siegen. Die nächste geht Richtung Niederschelden. Und geradeaus geht es Richtung Autobahn. Also wir müssen hier auf dieser Spur bleiben, wenn wir Richtung Autobahn wollen. Das ist noch recht einfach. Hier vorne wird es jetzt ein bisschen tricky. Ich zeige das mal. Und zwar, oh, genau, wir stehen hier. Und das ist natürlich super, weil wir jetzt da vorne schon gucken können. Weil jetzt sehen wir da vorne, wird es zweispurig. Rechts kommt eine Spur dazu und da müssen wir rüber. Außerhalb geschlossener Ortschaften müssen wir immer auf die rechte Spur gehen. Das heißt, wenn wir da vorne sind, schon mal vorbereiten, Blinker, Schulterblick und auf die rechte Spur und auf der rechten Spur weiterfahren Richtung Autobahn. Das Autobahnschild sehen wir auch von hier aus. Rechts ist nochmal eine Abfahrt. Geradeaus geht es dann da hinten Richtung Autobahn. Ja. Da müssen wir dann lang. Kann man sich immer ein sehr gutes Bild machen, wenn man schon mal hier steht. Ja? Dazu haben wir die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50. Also wir sind auch ein bisschen eingeschränkt. Und los geht's. Dann fahren wir das mal. So, wir fangen an. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, rechts, Schulterblick und rüber. Genau, jetzt haben wir erst Pfeile und bleiben jetzt hier auf dieser Spur. Blinker aus. Und fahren geradeaus weiter. Schön noch auf die 50 achten. Genau. Die werden dann hier gleich aufgehoben. Das sehen, hier enden die 50. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren. Zu schnell braucht man natürlich nicht fahren. Also so eilig haben wir es ja dann doch nicht. Es ist noch nicht die Auffahrt auf die Autobahn selbst. Ja, das ist es noch nicht. Wir wollen letztendlich Richtung Frankfurt fahren. Wenn ich nichts sagen würde, noch nicht blinken, wenn ich nichts sagen würde, dann würden wir auch selbstständig Richtung Frankfurt fahren, weil der Pfeil für Frankfurt geradeaus geht und der Pfeil für Dortmund nach rechts. Jetzt ist natürlich schwierig, wir warten immer noch ein bisschen, Blinker links. Können wir schon mal anmachen, wir können schon mal ein Bild machen und dann gehen wir langsam rüber. Später ist immer ein bisschen besser, weil wir halt Rechtsfahrgebot haben. Hier haben wir jetzt die Pfeile auf der Straße, aber auch schon direkt eine durchgezogene Linie. Deswegen gut aufpassen, dass wir nicht zu früh und nicht zu spät hier rüber gehen, weil hier können wir natürlich nicht mehr rüber. Ist ein bisschen unschön gelöst. Unser TÜV möchte das halt so, dass wir möglichst spät rüber gehen. Ja, ist natürlich klar, wir haben Rechtsfahrgebot. Wenn sie das früher erlauben wollten, müssten sie Pfeile auf die Straße machen. Aber die Schilder sollten eigentlich auch reichen. Aber wir wollen nicht diskutieren mit dem Prüfer. Wir wollen nur die Prüfung bestehen und deswegen machen wir das genauso. Wenn die das so wollen, dann machen wir das genauso, Ladies und Gentlemen. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, dann fahren wir jetzt auch noch auf die Autobahn.